Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ja, ihr seht, ich bin in einer anderen Umgebung. Ich sitze nämlich heute auf dem Boden. Ihr könnt hier auch meine Tür sehen. Und das hat einen ganz bestimmten Grund und ich bin mega nervös. Und zwar habe ich ein Paket bekommen von meiner lieben Anni. Ich grüße dich an dieser Stelle und bedanke mich jetzt schon tausendmal und schimpfe aber auch jetzt schon mit dir, weil dieses Paket wahnsinnig schwer ist. Ich kann euch das mal zeigen. Ich habe es eben abgeholt. Ja, es war sehr lange unterwegs, fast 4 Wochen, aber das ist ein anderes Thema. Ich mach's jetzt auf, ich bin mega nervös. Ich habe die Anweisung bekommen von Anni, dieses Paket auch wirklich vor der Kamera aufzuschneiden und nicht schon vorher. Deswegen mache ich das jetzt und ich hoffe, es springt mir nichts entgegen oder sonst was. Ich bin wirklich mega nervös. Freue mich natürlich auch und ich würde sagen, los geht's. Ich schneide jetzt auf. Es wurde irgendwie auch nachverpackt von der Post. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich kriege das jetzt auch schon auf. Oh, wenn ihr meinen Herzschlag hören könntet. Ich hoffe, ich ersteche mich jetzt hier nicht vor lauter Aufregung mit der Schere. Die haben da 1000 Aufkleber drüber geklebt. Aber mit ein bisschen Gewalt kriegen wir das schon hin. Oh Gott, Leute, ey. Die haben das aber auch so zugeklebt. So, es ist offen. Mir kommt da ein Geruch entgegen. Okay. Ach du Scheiße. Okay. Ich versuche euch das Paket von innen mal zu zeigen. So sieht das aus. Sie hat sich wirklich sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben. Hat das alles eingepackt. Und ich würde sagen, ich bin jetzt erstmal auf der Suche, ob da vielleicht irgendein Brief, ein Zettel oder sonst was drin ist. Um Gottes Willen. Ich lege die Pakete mal hier hin. Du bist doch verrückt. Oh mein Gott. Hier. Ach, da ist ein Brief, ja, der so hier drin war. Vielen Dank, DHL, an dieser Stelle. Ich hoffe, da ist jetzt nicht noch was drin. Okay, ich lese mal vor. Deine Rossmann-Box mit ein paar Ausnahmen. Ich hoffe, dir gefallen die Sachen. Da dein Schrank jetzt voll ist, müssen wir ein weiteres Aufbruch-Battle starten. Haha. Genau, dann sind hier... Du hast da nicht 29 Pakete reingepackt. Hier sind nämlich dann so Nummern von 1 bis 29, wo jeweils dann was dabei steht. Ich würde sagen, das lese ich euch dann immer vor bei dem jeweiligen Päckchen. Bei der 1 steht, gibt es leider nicht mehr, hab es sehr geliebt. Okay, dann würde ich sagen, ich suche mal die Nummer 1. Das ist die 4. Sorry, wenn ich ein bisschen aus dem Bild bin. Was ist das denn für eine Nummer? Oh Mann, teilweise kann ich das gar nicht mehr lesen. Die 28. 7, 14. Dann begebe ich mich mal auf die Suche nach der Nummer 1. Oh, mir läuft die Nase. Es tut mir leid, Leute. Also das Paket ist schon ein bisschen... mitgenommen hier, aber es ist alles noch zu, es ist auch nicht ausgelaufen, soweit ich das erkennen kann. Hier sind ganz viele Pröbchen drin, die lege ich mal zur Seite. Puh, mein Herz, oh hier ist eins rausgefallen. Gold Must Cartier, okay, lege ich auch mal an die Seite. Wo ist die Nummer 1? Du bist so verrückt, ey, das gibt es gar nicht. Pack die mir da 29 Pakete rein. Ist ja nicht so, als hätte ich gesagt, ich möchte nichts haben. Aber hier ist keine 1. Sorry, wenn dieses Video ein bisschen verpeilt ist, aber das wird, glaube ich, mein erstes Video sein, was nicht wirklich geschnitten ist. Ich habe die 1 immer noch nicht gefunden. 4, 7. Hier ist die 2. Hier ist keine 1 drin. Wer hat mir die 1 geklaut? DHL. Ah, okay, hier ganz groß.
Das ist die Nummer 1. Was stand da? Gibt es leider nicht mehr. Hab es sehr geliebt. Okay, dann gucken wir mal, was du so sehr geliebt hast. Isana. Ja, ich habe ja leider keinen Rossmann bei mir in der Nähe, deswegen auch deine persönliche Rossmann-Box. Von Isana, Winterseife, Schneegestöber. Oh ja, das ist so cool. Das habe ich immer wieder in ganz vielen Videos gesehen. Hatte ich noch nie, freue ich mich sehr. Vielen, vielen Dank. Ja, für trockene Haut. Ich bin gespannt. Das stelle ich jetzt mal an die Seite. So, Paket Nummer 2. Oh Gott, was steht da? Ah, sag mir, wie sie ist. Okay, Nummer 2. Ich sag dir, wie sie ist. Auch von Isana. Also die Pakete sind doch ein bisschen mitgenommen. Neu. Beauty Care Lovely Eyes Augencreme mit Seiden- und Jasminextrakt für eine strahlende Augenpartie. Auch sehr schön. Ich habe aktuell die von Balea, die mag ich ja auch sehr gerne. Aber die werde ich auf jeden Fall auch ausprobieren. Kommt auch in meinen Schrank, der jetzt wahrscheinlich dann voll sein wird. So, Nummer 3. Gottes Willen. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht, weil ich glaube, das wird auch mein längstes Video ever werden. Ich freue mich jetzt schon auf den Moment, wo ich es hochladen muss, weil das dauert bei mir ewig. 24, 9. Wo ist die 3? Da, ich habe es mir hingelegt. Nummer 3. Hier steht schön für den Arsch, haha. Okay. Auch von Rossmann, von Lilliputz, feuchtes Toilettenpapier mit Aloe Vera Extrakt. Warum nicht? Wenn es schön für mein Hintern ist, vielen Dank. So, Nummer 4. Fand die so cool, ob du... Es tut mir leid. Fand die so cool, ob du den Inhalt brauchst? Keine Ahnung. Slip-Einlagen. Oh, die ist wirklich süß. Try Our Delicious Ice Cream. Das ist wirklich eine schöne Box. Eigentlich sind hier drin 5 Slip-Einlagen. Ja gut, brauchen wir jetzt nicht drüber zu reden, aber die Box ist wirklich sehr schön. Da hast du recht. So, Nummer 5. Ich habe hier auch immer noch welche in meiner Box drin, deswegen muss ich immer mal schauen. Hier ist die Nummer 6. Neun. Sorry, ja, hier sieht's aus wie Sau. Wo ist die Nummer 5? DHL, habt ihr meine 5 geklaut? 13. 8, 24, 11. 19, 15. Hier ist übrigens noch ein Parfüm von Cartier. Aber die Nummer 5 ist weg. Ich habe keine Nummer 5. Bei der Nummer 5 steht Honig. Ich mache jetzt erstmal weiter mit der Nummer 6. Vielleicht habe ich es doch irgendwo, upsala, hingeschmissen. Die Nummer 6. Orange, die sprudelt. Orange? Ich glaube, Orange, die sprudelt. Ich habe hier irgendwas Gelbes, Pulvriges an meinen Händen. Dann gucken wir doch mal, die Orange, die sprudelt. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Müll. Ah, ich glaube, das ist auch der Geruch. Mhm, guck mal, die ist ein bisschen zerbrochen. Da ist schon. Von Dresdner Essenz Fußsprudelbad, Mandarine und Orange, erfrischend und vitalisierend. Vielen Dank. Kann man immer gebrauchen. Werde ich wahrscheinlich auch zeitnah machen, weil ist ein bisschen mitgenommen. Wie gesagt, das Paket war jetzt fast 4 Wochen unterwegs.
Deswegen, ich bin ja froh, dass schon mal nichts ausgelaufen ist. So, dann die Nummer 7 habe ich hier. Ich gebe dir was ab. Oh, das ist aber nett. Mal gucken, was du mir abgibst. Masken. Oh. Oh, die kenne ich. Die Detox-Maske von Rival de Loop. Ich glaube, davon habe ich noch eine da. Die gibt es, genau, limitierte Edition. Ich meine, davon habe ich eine. Die finde ich echt toll. Dann habe ich hier noch 2 von Schäbens. Die kenne ich überhaupt nicht. Vanillemaske macht glücklich, verwöhnt und spendet Feuchtigkeit. Glück kann man immer gebrauchen, freue ich mich sehr. Und dann die habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. African Peeling Maske, war das bei dir, Anni? War das nicht diese Maske, wo du gesagt hast, du findest die so toll? Ich meine ja. Soft und clean, tiefenreinigend und verfeinernd, freue ich mich sehr. Vielen, vielen Dank. Ich habe nicht so viele Masken, von daher kommen die mit zu meiner Sammlung dazu und wenn ich die dann mache, dann werde ich an dich denken. So, Nummer 8 ist hier. Nummer 8. Hattest du die schon mal? Mal gucken. Sorry, ich bin hier immer so am Rumzuppeln, aber ich bin nervös. Gucken wir, ob ich die schon mal hatte. Ja, die habe ich gerade im Bad. Von Rival de Loop, die Mandeltraum 3-in-1 milden Reinigungstücher. Die habe ich gerade in Verwendung. Ich finde die leider ein bisschen trocken, aber das macht überhaupt nichts, da ich mich ja unter der Dusche abschminke und dann danach einfach nochmal damit drüber gehe. Finde ich toll. Ja, freue ich mich auch sehr. Vielen Dank. Das war die 8, glaube ich, ne? Wie es hier aussieht, um Gottes Willen. Nummer 9. Hier ist die Nummer 9. Coconut. Ah, ich glaube, ich weiß, was drin ist. Ah, nee, weiß ich nicht. Aber cool, von The Body Shop. Head Cleansing Gel, das ist ja mal cool. Das ist so für unterwegs, so ein Desinfektionsgel für die Hände. Finde ich richtig cool. Ich habe von Rossmann diesen großen Spender. Den habe ich hier bei mir am Schminktisch. Und bevor ich mich dann morgens schminke, desinfiziere ich mir damit die Hände, weil ich dann eben auch in mein Gesicht gehe und so. Das finde ich echt cool. Vielen Dank. Kommt in meine Handtasche, kann ich immer gebrauchen. Ich bin ja eine Person, die sich ständig die Hände waschen muss und sich auch vor allem Möglichen ekelt. Von daher ist es richtig cool. Sowas hatte ich auch noch nie. Nummer 10. Und bevor ich jetzt auf diesen Zettel schaue, habe ich eine leise Ahnung. Nein, habe ich nicht. Aber doch, ich weiß es. Keep Calm ist die Nummer 10 und ich glaube, da ist dieser Koala-Bär drauf, ne? Ja, genau. Keep Calm Cremedusche mit erfrischendem Duft, Limited Edition. Da kann ich jetzt auch endlich mal dran riechen. Oh, riecht das lecker. Oh, ich kenne diesen Duft. Das erinnert mich an ein Eis oder so. Was ist das für ein Duft? Ich kann es jetzt hier nicht lesen, aber freue ich mich sehr, finde ich total süß. Das hattest du mir nämlich mal geschickt als Bild und hast gesagt, oh, guck mal, wie süß der ist. Vielen, vielen Dank, freue ich mich sehr. Dann die Nummer 11 ist hier. Da ist eine Tube drin. Apfel, mal was anderes. Apfel. Okay. Oh, eine Zahnpasta. Hier ist überall so, ich glaube, von diesem Fußbad. Cool Apple Kiss Perlodent Made mit Kariusschutz und fruchtig frischem Apfelgeschmack. Vielen, vielen Dank. Ich war gerade einkaufen und habe mir meine Elmex wieder nachgekauft, aber ist ja ganz egal, Zähne putzen muss man immer. Freue ich mich auch sehr. Vielen Dank, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Ich zeige sie euch nochmal. Wahrscheinlich kennt ihr alle Produkte, weil ihr die Rossmann-Profis seid. Ich bin da ja leider nicht so auf dem neuesten Stand, was es da immer so gibt. Freue ich mich sehr, werde ich auf jeden Fall ausprobieren. So, das war die 11, ne? Nummer 12. 14, 26... Sorry, falls ich aus dem Bild bin, aber ich versuche das alles hier ein bisschen
wenigstens zu ordnen. Hier ist die Nummer 12 drin. Ist das die 12? Ja. Kennst du das? Kennst du da? Kennst du das? Oh, das ist von Soy, das sehe ich schon. Das ist aus dem Real. Da habe ich mir mal eine Maske von gekauft, aber noch nicht probiert. Genau, von Soy ist das. Pflegedusche, sanft zur Haut, süßlich frisch, Mandel- und Shea-Butter. Oh, das riecht, das erinnert mich an ein Duschgel von Isana. Was war das? An irgendein Duschgel von Isana erinnert mich das. Ganz, ganz toller, frischer Duft. Werde ich auch auf jeden Fall ausprobieren. Wie gesagt, die Marke kenne ich. Hab eine Maske da, aber ein Duschgel hatte ich noch nicht. Auch da freue ich mich. Vielen, vielen, vielen Dank. Was war das jetzt für eine Nummer? Das war die 12. Nummer 13 ist hier. Hast viel zu tun. Oh, hast viel zu tun. Ah, okay. Sieht aus wie Masken. Ja! Okay, meine Maskensammlung ist in diesem Moment ein bisschen größer geworden. Ich schaue hier gerade mal so durch. Also die sind von Schäbens, eine von Schäbens. Nachtkerzenmaske, oh cool. Die habe ich nämlich noch nicht probiert. War das die... Wir hatten doch mal uns unterhalten, da hast du gesagt, diese eine Maske von Schäbens, die gibt es oft bei Rossmann. War das die Nachtkerze? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall interessiert die mich sehr. Die habe ich schon in sehr, sehr vielen Videos gesehen. Regeneriert, festigt und stärkt. Oh, da freue ich mich wirklich mega drüber. Die anderen sind alle von Rival de Loop. Einmal, oh, totes Meermaske, klärende Reinigungsmaske, porentiefe Reinigung. Das kann ich gebrauchen. Ich habe momentan eine ganz furchtbare Haut, freue ich mich auch sehr. Oh, cool, von Rival de Loop, Augenmaske. Ich habe aktuell ja meine Augenmaske aufgebraucht, habe sie noch nicht nachgekauft. Dann werde ich die jetzt auf jeden Fall mal probieren. Mit Omega-3 und Traubenkernöl reduziert die Faltentiefe. Cool, dann kommt die jetzt ins Bad, die werde ich jetzt abends als Augencreme benutzen. Die Olivenmaske, die habe ich, glaube ich, noch da. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich meine, die hatte ich schon mal oder habe sie noch im Bad. Dann die Peel-Off-Maske, die kenne ich überhaupt nicht. Aber ich weiß ja, dass du ein sehr großer Peel-Off-Masken-Fan bist. Hautbild verfeinert, auch super im Moment. Und dann die Perfect Term Maske. Die ist, meine ich, auch neu. Hier steht jetzt drauf, limitiert Edition. Die habe ich auch schon in vielen Videos gesehen. Und allein die Verpackung spricht mich schon total an. Für einen strahlend schönen Term. Freue ich mich sehr. Auch hier vielen, vielen Dank. Werde ich alle mit Sicherheit ausprobieren. Nummer 14 habe ich hier. So. Tropical. Ah, da sind bestimmt diese Abschmink-T-Shirts drin. Genau. Ja. Auch hier kann ich wieder sagen, habe ich immer bei vielen anderen gesehen, bisher noch nicht probiert. Auch eine limitierte Edition Tropical Fruit 3-in-1 milde Reinigungstücher. Auch hier freue ich mich. Ich habe zwar jetzt noch einige Reinigungstücher da, aber gar kein Problem. Benutze ich alle nach und nach. Auch hier freue ich mich sehr. Hier steht drauf, limitierte Edition. Ich dachte irgendwie, die gibt es immer. Aber die ist doch aktuell, oder? Wundert mich wegen diesem Tropical, dass es sowas im Winter gibt. Aber auch hier werde ich dir mit Sicherheit berichten, wie ich die fand. Nummer 15. Hier. Oh. Oh, ich hoffe, da ist nichts kaputt gegangen. Bin gespannt, wie du es findest. Ah, nee, da ist nichts kaputt gegangen. Auch sehr cool. Habe ich auch schon mal gesehen. Von Rival de Loop einmal. Tag und Nacht so ein Konzentrat. Ist das ein Feuchtigkeitskonzentrat? Muss ich mal in Ruhe lesen. Power Kick. Okay. Sowas wollte ich auch schon immer mal ausprobieren. Und dann das hier. Da stand ich letztes Mal, als ich im Rossmann war, davor, habe es dann aber wieder weggestellt. Auch von Rival de Loop, antibakteriell und wirkt sofort. Diese Pure
Skin Clear Up Stripes. Ich komme mit denen ja eigentlich nicht so gut klar, weil die bei mir irgendwie nichts bringen. Werde ich aber auf jeden Fall ausprobieren. Ich habe von denen schon sehr, sehr viel Gutes gehört. Und ja, ich glaube, ich kann jetzt 3 Wochen lang jeden Tag Beauty machen. Aber ich freue mich. Ich liebe das ja total. So, oh Gott, jetzt kommt was Großes. Die Nummer 16. Oh, ich kann es nicht lesen. Sandra steht drauf. Sandra? Also du meinst bestimmt Make-up is my passion 85, oder? Sandra? Ich glaube, Sandra steht drauf. Vielleicht weiß ich mehr, wenn ich sehe, was es ist. Bist du bekloppt? Rituals. Ja, Sandra steht drauf. Was ist das? Magic Touch. Ist da der Duschschaum drin? Bist du bekloppt, ey. Rituals, Magic Touch, Cherry Blossom und Rice Milk. Oh, eine Body Lotion. Cool, die werde ich gleich heute Abend ausprobieren, denn ich habe aktuell dieses Bodyöl von Balea, was ich absolut Schrott finde. Das schütte ich mir jetzt irgendwie in die Badewanne, der letzte Schluck, der da noch drin ist. Organic Rice Milk and Cherry Blossom, der Duschschaum. Geil, sorry. Vielen, vielen Dank. Ich hatte bisher noch nichts von Rituals, ich habe es auch immer nur verschenkt. Und das ist ja wirklich eine sehr gehypte Sorte. Ich weiß nicht, wie das riecht. Ich kann mal gucken, ob ich hier dran riechen kann. Oh, lecker. Auch hier bin ich wahrscheinlich die allerletzte, die das jetzt hat. Aber ich freue mich wirklich. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Aber vielen, 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 vielen Dank. Auch wenn du bescheuert bist. Aber diese Bodylotion, die kommt heute Abend definitiv zu mir ins Bad und... Ach, danke. Okay, ich packe das jetzt erstmal wieder hier rein. Schenkt ihr mir was von Rituals. So. Nummer 17. Keep Cool. Also ich kann jetzt, glaube ich, duschen bis 2038. Ich hatte so schön mein Vorrat jetzt runtergeschraubt. Ich habe im Bad gerade dieses große 400 ml Duschgel von Fah, dieses Coconut irgendwas. Und habe jetzt hier noch 2 Duschgele, einen Duschschaum und ein Duschgel. Aber jetzt... Ah, das ist auch von diesem... Das hier war ja Keep Calm und hier habe ich jetzt Keep Cool Duschgel. Das war auch eine Cremedusche. Siehst du, da muss ich mir wieder diesen Duschpuffel kaufen. Habe ich euch ja in meinem Aufgebraucht-Video erzählt. Limitierte Edition, auch mit fruchtigem Duft. Oh, das ist Apfel oder so, ne? Lecker. Oh, lecker, wirklich. Freue ich mich auch sehr drüber. 18. Wo ist die 18? Sag mal, fehlt hier was oder bin ich doof? 19? 21? Moment, ich muss mal hier kurz ein bisschen sortieren. Wenn mir DHL hier was geklaut hat, Freunde, dann flippe ich aus. Aber ich habe hier keine 18. 19, 25. Was bist du? Du bist eine 28. Ich mach mal weiter. Die Nummer 19. Hört sich gut an. Vielleicht mache ich gleich doch nochmal einen Cut und wühle nochmal hier in meinem Müll, ob sich da noch was verbirgt, aber eigentlich nicht.
Ich mache mal weiter. Oh, ich sehe Kokosnuss und Erdbeere, auch von Zoll. Duschsorbet, Erdbeer- und Kokosduft für eine geschmeidig und gepflegte Haut. Jetzt kann ich wirklich duschen. Das ist jetzt schon das vierte Duschgel plus der Duschschaum, um Gottes Willen. Ich rieche aber mehr die Erdbeere. Bin ich auch sehr gespannt. Wird dann wahrscheinlich eher so ein Frühjahrsprodukt werden, weil... Entschuldigung. Ich glaube, ich brauche mir jetzt erstmal keine Duschgele mehr kaufen. Bin ich auch sehr gespannt. Hört sich wirklich sehr interessant an. So, stelle ich auch mal dahin. Die 20. Pflegt super. Ist bestimmt eine Bodylotion oder so. Ui, wieder von Rossmann. Nase juckt. Body Butter Sunny Kiss. Fruchtige Intensivpflege. Limited Edition. Oder limitierte Edition heißt es ja bei Isana. Die ist bestimmt zugeklebt, ne? Ja. Ich kann nichts riechen. Ich lasse die auch erstmal zu. Weil ich werde zuerst die von Retreads benutzen. Da freue ich mich wirklich mega drauf. Ja, freue ich mich. Ist mit Orange oder was? Orange und irgendwelche Haselnüsse. Okay. Bin ich gespannt. Lass ich mich überraschen, wie die ist. 21. Bei der 21 steht drauf, auch geil. Denn bei der 18, die ich nicht gefunden habe, stand geil. Also die 21 ist auch geil. Okay. Oh, ich sehe es schon. Oh, du bist ein Schatz. Die Winterseife mit sinnlichem Vanille- und Karamellduft. Ich habe mich so geärgert nach meinem letzten oder bei meinem letzten Rossmann-Einkauf. Gab es die eigentlich schon so im Verkauf oder im Laden. Und in dem Rossmann, in dem ich war, gab es die nicht. Und ja, Anni hat mir 2 Tage später geschrieben, ja, bei uns gibt es sie jetzt. Super, vielen, vielen Dank. Ich glaube, die werde ich als nächstes in meinen Seifenspender machen, wenn ich meinen anderen Vorrat aufgebraucht habe. Freue ich mich mega. Ich lasse die jetzt zu, weil sonst läuft mir die aus im Schrank. Ich würde so gern dran riechen, aber... Boah, hier sind überall, seht ihr das? Meine Hände sind so ganz grün. Das ist von dieser Sprudeltablette. Hammer. Vielen Dank. Ach, jetzt habe ich sie auch. Die 22. Voll süß. Ist das ein Badezusatz? Du bist bekloppt, ey. Oh, ein Badezusatz. Oh. Von Isana. Deine Kuscheleinheit. Badekristalle mit Mandelöl. Das hört sich aber toll an. Oh, das riecht so nach Honig irgendwie. Bin ich gespannt. Mal gucken, vielleicht nehme ich das heute Abend schon mit in die Badewanne. Mal gucken. Cool. Süß. 23. Sag jetzt nicht, die fehlt auch. Ich mach mal weiter mit der 24 und dann schaue ich gleich nochmal da in dem Haufen. 24. Für den Preis super. Okay. Anni, ich liebe dich. Oh, geil, 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 geil. Und zwar von Rival de Loup Clean and Care, der ölhaltige Augen-Make-up-Entferner. Ich bin dir gerade so dankbar, denn ich habe den gerade in Verwendung und bei mir ist nur noch so ganz bisschen drin und ich war echt schon traurig und habe gedacht, naja, ich habe ja sonst immer den von Maybelline gehabt, den ich ja auch gut finde, aber da ist so viel drin, damit komme ich immer ein halbes Jahr aus. Oh, Hammer. Der ist zwar hier ein bisschen lädiert, aber das macht überhaupt nichts. Da ist nichts ausgelaufen. Ich freue mich mega darüber. Der kommt direkt ins Bad.
mal in meinem anderen, der reicht wirklich nur noch ein paar Tage. Oh, da freue ich mich sehr. Super. Vielen, vielen Dank. Das ist auch genau der ölhaltige. Ich finde den wirklich für den Preis echt super. Hammer. Vielen Dank. Süß. 25. Schöne Füße. 25. Das ist cool, das habe ich gerade in der Dusche, aber ich finde das echt ein cooles Produkt. Und zwar ist das von Fußwohl die Peeling-Creme. Das habe ich mir, glaube ich, bei meinem ersten Rossmann-Besuch gekauft. Finde ich echt toll, das ist ein sehr grobes Peeling. Mag ich total gerne, kommt in meinen Backup-Schrank und ja, freue ich mich sehr. Sowas gibt es, glaube ich, auch von Balea, das hätte ich mir sonst gekauft, aber jetzt habe ich noch einen Ersatz, da freue ich mich. Vielen Dank. Die 26. Jetzt hast du erstmal genug. Nummer 26. Sieht aus wie eine Seife. Hammer. Das habe ich bei dir gesehen bei Instagram. Und zwar von Isana die Schaumseife Creme oder Cream Peach mit Pfirsichextrakt. Die hast du in einem Haul gezeigt. Oh, Hammer. Also bei Instagram, dass du die gekauft hast. Vielen Dank. Das ist auch so ein Produkt, da war ich echt traurig, dass ich hier nicht dran komme. Oh, vielen Dank. Da freue ich mich auch mega drauf. Habe ich auch schon in ganz vielen Videos gesehen. Aber jetzt habe ich wirklich erstmal genug Seife. Da hast du recht. Cool. 27. Für die Sucht. Für die Sucht. So sieht die 27 aus. Ich muss immer mal gucken, was mein Akku macht. Aber noch ist alles gut. Nicht für die... Für die Nacht soll das heißen. Aber ich habe hier wirklich Sucht gelesen, weil hier steht nämlich drauf Hydro-Nachtcreme. Und ich glaube nicht, dass ich die essen soll. Für die Nacht. Hydro-Nachtcreme. Feuchtigkeitsarme Haut mit Kaktusfeigenextrakt. Ganz was Feines. Aktuell habe ich noch eine Nachtcreme da, aber das macht gar nichts. Die ist wahrscheinlich auch zugeklebt. Ja. Cool. Freue ich mich. Für die Sucht. Auch die Verpackung ist ein bisschen lädiert, aber das macht ja überhaupt nichts. So, die 28. Das war ja das hier. Kann man nämlich kaum noch lesen. Ich mag es. Guck mal, was du magst. Oh. Da habe ich vorhin dran gedacht, als es hier hieß Coconut. Und zwar von Tracklemoon, The Raspberry Kiss, diese Duschcreme. Süß. Ich hatte schon mal von Tracklemoon Duschgele, immer in den großen Verpackungen, aber ich glaube, das hatte ich noch nicht. Ich hatte One Ginger Morning und dieses Coconut, meine ich. Oh, das riecht sehr lecker. Schon künstlich, aber lecker künstlich. Freue ich mich auch. Vielen Dank. So, und jetzt kommen wir zu 29. Das letzte Paket reicht ja auch. Viel zu viel. Kakaomandel. Oh mein Gott. Kakaomandel. Oh. Cool, von Kneipp, Aroma, Pflege, Schaumbad, Wohlfühlzeit. Oh, das ist ein Schaumbad, die mag ich ja richtig gerne. Das mache ich mir heute Abend in die Badewanne. Ja, zusammen nehme ich mit meinem Duschgel, kommt das bestimmt richtig gut. Und dann danach die Bodylotion von Rituals. Lecker. Vielen Dank. Mit langanhaltendem Schaum. Ich habe euch ja auch in meinem Aufgebraucht-Video, war das von Kneipp? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich meine, das ist ja von TT Sepp gewesen. Auch so ein Schaumbad. Cool. Vielen Dank. Das kommt heute Abend definitiv in die Badewanne. So, ich habe jetzt erstmal alles ausgepackt. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen kurzen Cut. Hüpf schnell auf die Seite, guck, ob ich da noch irgendwas vergessen habe. Weil ich glaube, es waren ja zwei Nummern, die jetzt nicht dabei waren. Und dann bin ich gleich wieder da. So, ich habe jetzt gerade gesucht und ich habe die Sachen leider nicht gefunden. Also...
Zwei Sachen sind leider irgendwie verloren gegangen. Schade. Ich weiß gar nicht. Ich hole das Paket nochmal kurz. Aber die haben das zwar nachverpackt, aber hier war doch gar kein Loch drin. DHL, warum habt ihr meine Päckchen geklaut? Ihr blöden Männer. Ja, das war, glaube ich, einmal die 5, wo stand Honig. Und die Nummer 18, geil. Waren es 2 oder 3? Also ich habe jetzt hier wirklich alles abgesucht. Es sei denn, ich sollte hier noch was finden, aber ich habe hier nichts mehr. Ich habe jetzt hier den kompletten Müll durchwühlt. Falls noch irgendwas auftauchen sollte, dann werde ich euch das bei Instagram posten. Aber ich wüsste nicht, wo die Sachen sein sollen. Echt schade. Anni, du hast dir so viel Mühe gegeben und du weißt, dass das nicht nötig gewesen wäre. Das weißt du selbst, das brauche ich dir nicht sagen. Trotzdem danke ich dir von ganzem, ganzem Herzen, wirklich. Das ist jede Menge Zeug und ja, ich bin sprachlos, wirklich. Also mein Backup-Schrank ist jetzt voll und wenn du möchtest, können wir gerne nochmal ein Aufbruch-Battle starten. Mit pflegender Kosmetik, gar kein Problem. Mit dekorativer Kosmetik mache ich das nicht mehr so schnell und ich glaube, du auch nicht. Ich werde mir jetzt die Sachen alle nochmal in Ruhe anschauen, werde dich jetzt kontaktieren und mit dir schimpfen. Aber ja, vielen, 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 vielen Dank. Falls ich es noch nicht gesagt habe, echt vielen Dank. Ich freue mich sehr und ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war mal ein Video der anderen Art. Sowas gab es bei mir noch nicht auf dem Kanal. Aber ja, ich beende das Video jetzt. Ich bin sprachlos, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich freue mich mega. Wie gesagt, schau mir das jetzt alles nochmal an und werde riechen und machen und alles jetzt ordentlich hier in meinen Backup-Schrank einräumen. Und ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Danke euch, dass ihr zugeschaut habt und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Ciao!